In München haben wir die Situation, dass wir uns dankenswerterweise in einer prosperierenden Region befinden. Für die Architektur ist das Fluch und Segen gleichzeitig, weil sie natürlich zum einen dafür sorgt, dass es eine große Beschäftigung gibt. Ja, auf der anderen Seite ist kaum Raum für Experimente. Das Großartige an dem Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft ist, dass die Initiative dafür von der Stadt selbst ausgeht. Wenn die der Motor einer solchen Initiative ist, dann sind es eigentlich ideale Voraussetzungen. 30% aller bayerischen Architekten sind in München. Was sind die Anforderungen, die Vorstellungen von Ihnen, wie diese Branche besser entwickelt werden kann? Ich freue mich daher auf einen sehr spannenden Austausch heute Nachmittag und auf neue Impulse. Wir machen jetzt Architektur erfassbar. Wir sprechen mit Leuten, wir gehen auf Leute zu und zeigen denen, dass Architektur und über Architektur sprechen Spaß machen kann. Wie sieht ein Max-Josef-Platz aus? Plätze, die sich jetzt einfach verändern oder wo einfach so ein Fokus drauf gerichtet wird? Wir Architekten unterhalten uns, wenn es gut geht, mit anderen Architekten oder anderen Innenarchitekten, aber wir haben viel zu wenig Kontakt in all diese Netzwerke, die sie jetzt aufgebaut haben. Wir sind ein internationales Architekturbüro und arbeiten mit 75 Mitarbeitern aus 15 Ländern. Und unser Anliegen ist es, sehr spezifische Architektur zu machen, die auch nicht vergleichbar ist mit irgendwas, was man schon gesehen hat oder kennt. Überraschung, Paradoxien, das sind alles Themen, die wir eigentlich in unserem Alltagswerk versuchen zu erreichen. Bekannt sind wir geworden mit der Herz-Jesu-Kirche in München, wo wir auch die seltene Gelegenheit hatten, mit 5 Künstlern zusammenzuarbeiten und auch Architektur und Kunst am Bau in einem Projekt zu einem Gesamtkunstwerk zu verbinden. Das ist jetzt heute eine neue Entdeckung auch für mich, dass die Stadt München uns so eine Chance bietet, zu erzählen, was unsere Anliegen sind, was wir vielleicht auch wirklich vom Kompetenzteam erwarten, dass gerade dieser Diskurswechsel hin zu einer qualitätvollen Architektur in den städtischen Gremien wieder anzufachen. Sind Sie Architekt? Sind Sie Kultur- oder Kreativschaffender in der Metropolregion München? Suchen Sie Beratung? Möchten Sie sich besser vernetzen? Oder brauchen Sie Unterstützung bei der Raumvermittlung? Dann sind wir Ihre Ansprechpartner, das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München. Mein Name ist Susanne Mitterer und Sie erreichen uns unter kreativ@münchen.de.